Etwas mehr als zwei Wochen vor der Neuwahl in Portugal haben sich Ministerpräsident António Costa und Herausforderer Rui Rio bei einem Fernsehduell einen Schlagabtausch geliefert. Costa könnte jüngsten Umfragen zufolge knapp auf eine absolute Mehrheit kommen. Bis zum Herbst hatte er als Chef einer Minderheitsregierung die Unterstützung des Linksblocks aus Kommunisten und Grünen. Weil diese den Haushaltsentwurf Costas nicht mehr unterstützen, waren Neuwahlen einberufen worden. Rio fragte, was Costa vorhabe, jetzt, wo er nicht mehr auf die Linken zählen könne. Ob er dem Land etwas geben könne, das er vorher nicht geben konnte, so der Konservative. Aber wenn er das könnte, hätte er die Krise, für die er jetzt andere verantwortlich mache, ja auch verhindern können. Er werde weder Portugal noch die Portugiesen im Stich lassen, so Costa. Wenn wir nicht die absolute Mehrheit holen, dann müssen wir eben mit den Parteien im Parlament sprechen, so der Sozialist. Teremos que fazer aquilo que é necessário fazer quando não há maioria, que é conversar com os partidos na Assembleia da República. Der Linksblock hatte mehr Sozialausgaben gefordert und war deswegen mit Costas Haushaltsentwurf nicht einverstanden. Gewählt wird am 30. Januar.